Hallo und herzlich willkommen auf Genieße Tag. Los. So. Tschüss. Schmeiß den Mundschutz da rein. Oh, da kommt das Kissen. Perfekt. Yay, ganz wieder der. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, von der kleinen Insel Gilisodak. Direkt hier vor Lombok. Das da hinten ist sogar noch die Küste Lomboks. Ich habe gedacht, ich zeige euch zum Anfang erstmal, wie unsere Unterkunft aussieht. Denn auf der ganzen Insel gibt es ein paar technische Schwierigkeiten ab und zu. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, auf der ganzen Unterkunft gibt es nur ein Hotel mit jeweils 11 Bungalows. Das hier, wo ich gerade vorstehe, ist unser Bungalow. Gehen wir hier rein. Tada! Ja, nicht was Spektakuläres, halt ein normales Bett, kleinen Schrank. Da haben wir einen kleinen Spiegel. Und hier ist dann das Badezimmer. Ja, Toilette. Das ist die Dusche mit nur kaltem Wasser, aber bei den Temperaturen eigentlich ganz nett. Ja, ja, das sind Kakerlaken. Da hinten in der Ecke liegt, glaube ich, auch noch irgendwo eine. Da unten, ja, da liegt auch noch eine. Also man hat auf jeden Fall ein paar Kakerlaken hier in dem kleinen Klo. Okay, bevor wir uns da hinten jetzt hinsetzen, ich habe meine kleine Ecke schon aufgebaut, muss ich euch einfach noch mal ganz kurz diesen Ausblick zeigen, den wir jeden Tag genießen konnten. Wow, ist einfach so schön. So sieht es hier aus. Da ist noch ein kleines Fischerdorf und danach ist einfach nichts mehr, nur noch Landschaft. Da ist noch ein kleiner Strand und genau dahinter geht auch die Sonne auf. Jetzt setze ich mich erstmal da vorne in der Ecke und erzähle euch so ein bisschen was hier über Gilisodak, was wir hier gemacht haben und so weiter und so fort. Es gibt hier einen kostenlosen Kanuverleih, den wir jeden Tag ausgenutzt haben. Egal ob zum Sonnenuntergang. Eine Runde Kajakken! Zum Sonnenuntergang! Zum Sonnenuntergang! Wuhu! Gelegenen Küsten Lomboks zu entdecken. Oder auf die kleinen nahegelegenen Inseln drumherum zu fahren. Eine davon nennt sich Gilikedes und das ist tatsächlich die kleinste Insel, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Bei 2 Minuten 30, um einmal um die Insel rumzulaufen. Außerdem waren wir viel schnorcheln, denn direkt vor der Nase gibt es ein halbwegs intaktes Korallenriff. Ich sage halbwegs, da viele Korallen leider schon abgestorben sind. Stichwort Klimaerwärmung und Verschmutzung der Weltmeere. Verschmutzung. Wir haben mit Müllsäcken den Strand gereinigt. Beim Kanufahren alles Plastik rausgefischt, was uns irgendwie in die Finger kam. Und ich habe einen kleinen, kleinen Fisch vor seinem Schicksal gerettet. Wir sind jetzt auf der anderen Seite angekommen und ich habe extra das ganze Plastik eingesammelt, was wir hier gefunden haben. Und dann komme ich hier an. Und hier ist noch viel mehr Plastik. Ich weiß ja, über alles voll. Hier. Da! Alles voll Plastik! Leute, das geht so nicht!
Und ich habe hier auch richtig eklige Sachen. Guck mal, ein Mundschutz. Wer schmeißt denn Mundschutz da rein? Oh, ich könnte durchdrehen. Das ist so ekelhaft. Jetzt. Komm her. Los. So. Tschüss. Natürlich haben wir uns nicht nur den Sonnenuntergang nicht entgehen lassen, sondern auch den Sonnenaufgang. Direkt da vorne über den Palmen geht nämlich die Sonne auf. Ja, und was haben wir sonst noch gemacht auf einer halbwegs einsamen Insel? Wir haben uns natürlich viel gesonnt, wir haben viel gelesen, wir sind den Strand spazieren gegangen und wir haben hier in dem kleinen Restaurant vor Ort auf der Insel natürlich auch gegessen. Oh, da kommt das Kissen. Perfekt. Yay, ganz hinter dir. Boah, ich habe eine Fruchtplatte bestellt und die ist riesig mit Wassermelone, Pineapple, Ananas und Bananen. Ja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, dass wir jetzt hier lecker essen. Für mich gibt es noch Fried Rice. Ja. Und Schatz. Und ja, Kevin hat sich dazu noch normalen Reis bestellt. Oh, meine Haare da oben, ey. Naja, ich wollte euch eigentlich nur zeigen, mit was für einer Aussicht wir hier essen. Tada! Sieht es nicht schön aus? Direkt der Strand, weißer Strand. Und heute ist auch wirklich keiner da, außer diese drei Leute da hinten. That's it. Die 6 Tage sind heute um. Wir verlassen heute die Insel nach 6 wunderschönen Tagen. Aber ich bin jetzt auch ready to go und freue mich auf das neue Abenteuer. Das neue Abenteuer wird nämlich sein, mit dem Roller einmal Lombok zu erkunden. Und ich bin total gespannt, was diese Insel noch so zu bieten hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!